Der Wigwam e.V., der ist nicht nur in Issing tätig, sondern für die ganze Gemeinde, für alle 5 Dörfer. Unser großes Projekt ist die offene Ganztagsschule. Wir haben einen Jugendraum hier in Issing, wir haben auch einen Jugendraum in Mundraching. Es ist nicht nur Kinder- und Jugendförderverein, sondern auch ein Generationen-Miteinander. Wir hatten im Vorstand da schon lange eine Idee, Alt hilft Jung umzusetzen, also dass ältere Mitbürger, die altes Wissen haben, wie Kochen, Handwerken, Gärtnern, vor allen Dingen auch Nähen, Stricken, Häkeln, dass dieses Wissen weitergegeben wird an Jugendliche, an Kinder oder auch an mitteljunge Menschen. Jeder, der sich jünger fühlt und jeder, der sich älter fühlt, kann zusammenkommen und diese Künste oder Handwerke zu lernen, dass es nicht verloren geht, dass der Kontakt entsteht, Gemeinschaft entsteht. Dieses Projekt Alt hilft Jung, wenn man das beobachtet und sieht, wie sie zusammenarbeiten, dann spürt man, dass A, der ältere Mensch auch wieder so ins Denken kommt und in die Kommunikation kommt und merkt, dass er erklären muss. Also es ist ja auch eine Mobilisierung. Und dass junge Leute auch da sehr ruhig werden und das annehmen können und auch merken, dass es ja auch wirklich schwierig ist und nicht was ist, was man so leicht machen kann, sondern ernsthaft ein Handwerk ist, das man da lernt. Wir haben jetzt nicht sehr viel Einnahmen. Unser Jahresbeitrag sind 20 Euro für die Familie. Wir machen sozusagen keine Einnahmen. Dadurch sind wir natürlich schon auf Mitglieder angewiesen, haben jetzt auch Gott sei Dank einige und Spenden natürlich. Wir können jetzt auch ein Equipment besorgen, Dinge kaufen. Das ist auch wirklich ein gutes Ergebnis dieser Aktion.